Recht herzlich willkommen zur 67. Folge von Grand Age Medieval. Ja, unsere Truppe ist hierhin unterwegs, genauso wie wir, glaube. Und wir kommen da jetzt an und dann ja, sind wir schon wieder tief in der Miesen, wie man sieht. Papagon ist angekommen und dann wollen wir mal schauen. Wir vier davon. Erstmal gucken, was wir loswerden können. Oh, das geht schon mal. Das geht auch. So, alles verkaufen. Cool. Und hier geht auch richtig was. Und die Steine nehmen sie auch alle. Hey. Und selbst hier geht einiges. Hätte ich jetzt nicht gedacht. 28 Einheiten werden wir da los. Da alles. Gut, da haben wir jetzt mal richtig Geld gemacht. So, kaufen kann man hier auch nichts, ne? Das wird wahrscheinlich alles zu teuer sein. Oh ne, doch, da geht sogar mit Brot einiges. 45 Brot können wir da kaufen. Wie ist mit Bier? Oh, geht auch was, aber da haben wir nicht genug Geld. Gut, dann nehmen wir 26 Bier mit, ne? Und der Rest ist dann auch nicht gerade möglich. Gut, dann laufen wir weiter. Dann gehen wir wieder nach Bursa zurück. Unsere Einheiten sind jetzt da. Und Aleppo sollen wir angreifen, ne? Ja, gut, dann mal zurück. Ich hoffe nicht, dass das jetzt hier gerade war, sondern irgendwo anders war das Geräusch. Dass unsere Waren weggenommen worden sind. Und wir sind sogar leicht im Plus da oben. Da waren eben 12 und so, habe ich gesehen. Und ich habe es nicht eingekauft. Das war schlecht, ne? So, hier ist aber 35 kann ich da verkaufen. Und beim Bier geht auch einiges. Alles sogar. Cool. Der Honig ist günstig. Hier haben wir noch was, aber das lohnt nicht. Das ist nämlich auch bei 80. Das können wir also sein lassen. Hier ist der Preis ganz gut. 22 kaufen wir da noch ein. Den haben wir schon. Ja, das ist jetzt teuer. 37 ist günstig. Wir sind alles losgeworden, ne? Ne, lohnt nicht. Wollen wir nicht kaufen. Müssen wir woanders kaufen. Ja, ziehen wir weiter. Gerade nach Izmir. Ich glaube, da war der günstige Preis, ne? Oder? Kann das sein? Sehen wir jetzt. Hier ist der günstige Preis, genau. Da kriegen wir das Brot auf jeden Fall los. Der Honig ist hier auch angenommen worden. Und die Keramik, ne? Ja. So, das ist super günstig. Brauchen wir nicht kaufen. Felle. 110. Wo kann man noch so viele kaufen? Ne, ich mache das hier oben mit den 55, weil ich glaube, die werde ich überall eher los. So, das ist ein voller Wagen, ne? Sogar noch mal Geld über. Schon unterwegs. Gehen wir weiter. Burska. Gucken. Was wir da verkaufen können, ne? Ne, das geht nicht. Das ist 8. Ja, einen verkaufen wir für 80. Das ist doch schon mal was, ne? Das war jetzt nix, ne? Dann können wir den einen Honig dazu kaufen. Komm, wir verkaufen die 12 Einheiten, um dann noch ein bisschen Honig beizukaufen. Ja. Ja, und jetzt haben wir, wie heißt der andere da? Komme ich jetzt gar nicht drauf. Unser letzten Händler, der hat ja diese ganzen vielen Wagen hier. Milos Dursan, oder wie ich sah. Das ist die ganze Armee, die wir haben, ne? Und die soll da angreifen. Wird schwierig. Also vom Geld her, ne, ist das das Problem. So, das können wir verkaufen, aber fällt auch schon runter. Nur 2 dann. Und hier geht richtig was. 30. Hier geht auch nochmal was. 8, aber nicht so viel dann.
Das Brot war sehr begehrt woanders. Jetzt ein Stück mitnehmen. Das Bier ist auch gut. 12 und das ist auch schon alle. Mit dem Geld. Ja. Das fiel ja runter, ne, oder? Ah, einer geht noch. Und hier? Aha, 3. So. 134. Da können wir eigentlich bis 100 auch noch runtergehen. Die 5 sind auch noch ein paar Taler, ne? War das Bier noch möglich? Ne, das war da auch schon am Ende. Können wir noch einkaufen, ne? Gut, dann lass uns mal hier über Antalya fahren. Und gucken, dass wir da noch was tauschen. Sind die anderen Händler alle. Jetzt machen wir ein bisschen was auf der Kante. Das Brot geht weg. Das Bier. Von hier, oder wie heißt das? Ne, machen wir nicht. Honig, ne. Hier geht was. ...122 Früchte, das ist doch cool. Hier geht auch noch was. Na, obwohl, komm, bis 100 gehen wir. Ja, 102, 12 weg. Ja, das ist hier günstig, ne? Aber kann man nicht viel für den niedrigen Preis einkaufen, ne? 6. Das ist teuer, das ist günstig in dem Sinne. 144, ja, dann nehmen wir welche mit. 9. Oder geht hoch. Das auch. Hier geht nicht mehr runterzunehmen. Ja. Können hier noch was mitnehmen, ne? Gut, machen wir so. Jetzt haben wir da oben 22 auf der Uhr. Das ist schon relativ viel, ne? Aber irgendwie sind die anderen Händler wohl so Flinsen, die verkaufen das Zeug unter Wert, ne? Kommt mir so vor. So. Hier geht komplett weg. Da auch. Das machen wir nicht. Das ist gleich. Seit wann haben wir den Wein auf dem Wagen? Ah, seit der letzten Runde haben wir da gekauft, glaub, ne? Und hier geht auch alles. Ah, jetzt haben wir 18.000 da oben, ne? Felle können wir hier einkaufen und noch ein Löcher. Wollen wir das machen? Was anderes wäre jetzt auch nicht interessant. Und wieder Wagen voll, ne? Fahren wir weiter. Und da kommen die Bären und Löwen. Die haben uns wahrscheinlich das Wichtigste gerade weggenommen, ne? 123. Bringt uns auch schon nichts mehr hier. Kann man so lassen. Machen wir mal 3 weg. Und hier. Ja, machen wir 4 weg. Hier geht ein bisschen was. Und das war's schon wieder, ne? Da haben wir schon kein Geld mehr für. Auch schön. Ja, dann mit Freude. Gehen wir wieder mal dahin, ne? Was sollen wir machen? Hier ganz mies, ne? Ich weiß nicht, welcher Händler da so Minusgeschäfte macht. Oder der Unterhalt der Truppen ist es. Das kann natürlich auch noch sein, ne? Aber die Händler sollten mal Plus machen, ne? Ja. Felle. Früchte. Da auch noch 8 davon. Können
mal komplett den Stein verkaufen. Kriegen wir Brot für den Preis, aber wir haben noch nicht mal Geld dafür. Wir haben es noch nicht mal runtergehandelt, ne? Jetzt müssen wir gucken, dass die Zahl da oben wenigstens etwas weiß wird. So. Acht Brote. Ich will nochmal welche kaufen. Neun Brote. Immer noch rote Zahlen. Ganz kurz mal eine weiße. Da ist es richtig weiß jetzt mal. So, die sieben noch dazu und dann kommen wir noch Bier. Passt. So, dann nach da wieder zurück. Ist auch eine weitere Strecke dadurch, ne? Oder gucken wir mal in Anker mal rein. Haben wir da schon mal reingeguckt? Ich glaube nicht, sind wir vorbeigelaufen oder wie, ne? Das Brot geht hier komplett weg. Das Bier ist nicht so begehrt. Die Felle. Nehmen wir zwei weg. Und hier. Aber 100 bringt uns auch nichts, ne? Weiter nach Bursa. Ja, lohnt alle nicht. Es ist echt zu überlegen, ob wir da eine Truppe rausschmeißen, weil die zu viel sind. So, das sieht gut aus. Das eher nicht. Na, die gehen auch schon da nicht mehr. Fünfer. Einer, toll. Ja, die 80 hier, aber das Geld ist schon wieder alle. Geht also nicht. So, 15.000 Miese, ganz schlecht. Da soll ich draufklicken, um Tipps zu kriegen, ne? Bargeld negativ. Ja, das habe ich mir gedacht, dass ich nichts mehr bauen kann. Ja. Militärer haben sehr hohe und vielleicht. Ja, das habe ich mir gedacht, dass das Militär ist. Aha. Alle Städte sollte ich mir mal angucken. Wo finde ich denn den Tab alle Städte? Da. Städte hier. Was haben wir hier für ein Problem? Rohstoffe fehlen. In Bursa. Aber welche steht da jetzt leider auch nicht bei, ne? In Tschernowitz gibt es eine Hungersnot. Tja. Krakau hat da oben auch eine Hungersnot. Und Wismar auch. Wahrscheinlich auch da oben. Können wir denn hier noch? Ne, hier geht nichts. Mit Freude. Gehen wir mal da ein. Ja, hier ist es mit dem Essen niedrig dann, ne? So günstig Bier. So, wir müssen immer was für ihn verkaufen, ne? Das bringt uns also gar nichts hier. Das ist nicht wirklich was. Und das auch nicht. Tja, wir haben da oben 4000 Miese stehen, ne, 6 sogar, da brauchen wir gar nicht weiter überlegen. Schon unterwegs. Ja, zu teuer alles. Die Felle gehen hier ein bisschen weg. Zähne,
Gemüse geht auch weg, beziehungsweise Obst. Und hier, das geht auch. Alles. Jetzt haben wir 20.000 plus tatsächlich. Und hier kann man nichts kaufen, ne? Doch, der Honig geht gut sogar. 128 Honig. Das ist schon noch zu teuer. Die Kohle ist günstig. Kriegen wir 72 Einheiten mit. Hier unten die 250, die können sich auch sehen lassen. Passt. Jetzt haben wir was anderes auf dem Wagen, ne? Schon unterwegs. Gehen wir nach Bursa zurück und gucken, was wir da verkaufen können. So. Ne, die Felle sind es nicht. Der Honig auf jeden Fall. Nee, Quack. Den könnte ich auch noch zukaufen. Hier, das ist es. Und da geht auch was bei der Kohle. Machen wir so. Dann können wir noch Honig beikaufen. 45 nochmal dazu. Sonst die Töpfe waren. Oder es gilt alle. Zwölf Einheiten. Gut, laufen wir mal jetzt mehr, gucken da rein. So, die Töpferwaren sind hier begehrt und der Honig auch. ...134 Einheiten. Die Kohle wollen sie auch haben. Gut. So, 110 haben wir das gekauft. Also sind wir... haben wir noch 21 Einheiten. Und die können wir kaufen. 245. Und das sind 37. Ist ja auch günstig, ne? So, das nehmen wir alle mit. Und jetzt würde ich am liebsten mal nach da oben gehen, wo die Hungersnot war. Da ist Czernowitz. Aber da steht nichts mehr. Krakau hat jetzt die Hungersnot. Aber das ist zu weit zu laufen. Wilna war auch noch. Wo ist Wilna? Da ist Sofia. Hala. Ne, weiß jetzt nicht, wo Wilna ist. Gehen wir erstmal dahin. Gut, aber für die Runde, denke ich mal, soll es erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.